Da ist einer, Effendi. Soll ich ihn nach dem Weg fragen? Lass mich das machen. Fremder, wir wollen nach Rugova. Ist es noch weit dorthin? Noch eine halbe Stunde, Herr. Ihr werdet sogleich den Vereinigten Drin erreichen. Hart an dessen linken Ufer führt die Straße lang. Ich will auch nach Rugova. Ich bin von dort. Erlaubt, dass ich euch begleite? Sehr gern. Du kannst uns, da wir fremd sind, mit einer Auskunft erfreuen. Fragt nur, was ihr wissen wollt. Zunächst möchten wir erfahren, wo wir einkehren können. Rugova besitzt zwei Hahns. Der eine größere gehört einem Perser namens Kara Nirwan. Der Wirt des anderen heißt Kulami. Zu welchem würdest du uns raten? Zu keinem, Herr. Ich überlasse euch selbst die Wahl. Was für ein Mann ist dieser Perser? Ein sehr angesehener Mann, wohnt gut und billig bei ihm. Aber auch Kulami versucht, seine Gäste zufriedenzustellen und ist noch billiger. Sind die beiden einander freundlich gesinnt? Nein, sie sind Feinde. So werden wir bei Kulami einkehren. Es ist ihm gewiss eine Ehre, solche Gäste zu empfangen, aber ich rate euch nicht von Kara Nirwan ab. Man könnte mich für neidisch halten. Ich bin nämlich Kulami. Und so darf ich euch jetzt schon willkommen heißen. Wollt ihr hier Geschäfte machen? Einen Pferdekauf? Dann müsst ihr euch freilich an den Perser halten. Ich sehe, dass ihr drei freie Tiere habt. Ja, wir wollen zwei davon verkaufen. Aber das ist nicht der einzige Grund unseres Kommens. Zu dir kann man Vertrauen haben. Darum will ich dir sagen, dass wir beabsichtigen, Kara Nirwan zu verklagen. Verklagen? Oh, da habt ihr euch aber etwas vorgenommen. Es wird nicht leicht sein. Ist er dir Geld schuldig? Nein, ich werde ihn anklagen wegen Mordes. Wegen vieler Morde und begangener Räubereien. Ich bin aus einem fremden Land und stehe im Begriff, dorthin zurückzukehren. Vorher aber möchte ich diesen Mann bestraft wissen. Maschallah, höre ich recht. Ist es möglich, dass ich endlich einen Mann gefunden habe, der die gleiche Absicht verfolgt wie ich? Was hat er dir angetan? Er hat mich beraubt. Seine Leute, vier waren es, nicht nur einmal. Aber nie konnte ich es ihm beweisen. Immer konnte er sein Alibi nachweisen. Da bin ich auf die Idee gekommen, dass er kein anderer sein kann als der Schut. Effendi, kannst du es beweisen? Ja, ich bin nach Rugova gekommen, um hier das Beweismaterial zu vervollständigen. Er kann mir nicht entgehen. O Allah, wenn das wahr wäre, dann würde das Land von einem Schrecken befreit. Was ich von ihm weiß, wird ihn an den Galgen bringen. Er hat Menschen getötet, gefoltert, sie in Höhlen gesperrt, erpresst und hat sie zu Tode geprügelt. Es stimmt alles mit meinen Beobachtungen überein. Auch ich habe den Verdacht, dass er Menschen einsperrt. Es sind schon viele verschwunden, die bei ihm eingekehrt sind. Und warum fährt er so oft auf dem Wasser? Ich weiß es. Da ist außerhalb der Stadt ein Stollen. Er fährt in den Stollen. Wirst du zum Muchtar, dem Ortsvorsteher, gehen? Ich warne dich. Er ist sein Busenfreund. Fällt mir gar nicht ein. Ich brauche noch hieb- und stichfeste Beweise. Zu diesem Zweck werde ich den Stollen aufsuchen. Du kannst dich meiner Kähne bedienen und wenn du erlaubst, fahre ich mit. Das ist gut. Du kannst mir dann als Zeuge dienen. Halef, reite voraus und erkunde, was es dort zu beachten gibt. Ja, Effendi. Der Eingang des Stollens ist von hier nicht weit entfernt. Effendi, es sind einige Männer dort unten. Ich konnte nicht verhindern, dass sie mich sahen. Aber es ist einer unter ihnen. Er kann Angst einflößen. Er trägt die Tracht der mohammedanischen Skipetaren. Der Schut. Kein Zweifel, er ist es. Wollen wir warten? Es ist nicht gut, wenn er euch gleich sieht. Doch, es ist mir sehr willkommen. Denn dadurch wird sich alles beschleunigen. Er erkennt bestimmt meinen Rappen. Außerdem den Fuchs und die Pferde der Alachi. Er weiß jetzt, dass seine Mörder uns nicht aufhalten konnten. Pass auf, der Tanz wird gleich beginnen. Er ist sehr wütend, sehe ich. Was will dieser Mann? Es ist der Muchtar. Dies ist mein Goldfuchs. Sie haben ihn mir gestohlen. Verhafte sie. Es sind Pferdediebe. Pferdediebe? Wenn mein Freund Nirwan sagt, ihr seid Pferdediebe, dann seid ihr es auch. Dieses Pferd gehört einem Engländer, einem Freund von mir, der in seinem Lande ein hoher, angesehener Mann ist. Der von diesem Mann widerrechtlich festgehalten wurde. Schweig, hier gilt nur das, was ich sage. Dann haben diese Inglis eben das Pferd gestohlen. Also bist du ein Freund dieses Pferdediebes. Pfui! Ich werde dich lehren, vor mir auszuspucken. Weg mit der Waffe, Kara Nirwan.
Was geht dich diese Ohrfeige an? Willst du dulden, großer Nirwan, dass ich misshandelt werde, während ich deine Angelegenheiten wahrnehme? Ich hoffe, du wirst diese Schmach rächen. Diese Ohrfeige galt dir und nicht mir. Du musst selbst wissen, was du zu tun hast. Du erteilst dir Befehle. Ich kann deinen Befehlen nur Nachdruck verleihen. Weg mit der Hand von der Waffe! Sobald du ziehst, hast du eine Kugel im Kopf. Ich scherze nicht. Du scheinst nicht zu wissen, mit wem du redest. Du hast den Gebieter dieses Ortes geschlagen. Ganz Rugova wird ihn rächen. Ich weiß wohl, mit wem ich rede. Die Leute von Rugova habe ich nicht zu fürchten, da ich gekommen bin, sie von einem Teufel zu befreien. Ich werde die Leute von Rugova versammeln, um euch gefangen nehmen zu lassen. Jetzt sogleich gebe ich den Befehl dazu. Halt! Noch einen Augenblick. Du hast uns noch gar nicht gefragt, wer wir sind. Wir sind... Das ist nicht nötig. Du bist ein Giau aus Almania, der bald sehr Kleinlord sein wird. Und du? Du bist ein Schiit aus Persien, der Hassan und Hussein verehrt. Nenne dich also nicht einen Rechtgläubigen. Woher weißt du, dass ich ein Fremder aus Almania bin? Du hast dich durch dieses Wort verraten. Deine Rolle als Schut hast du ausgespielt. Schut? Ja, dieser Nirwan ist der berüchtigte Schut. Ich werde es euch beweisen. Nun zu den Vorwürfen des Persers. Dieser Goldfuchs hat nie ihm gehört. Er gehörte einem Skipetaren, dem Bayraktar Stoikovites aus Lokutschi, der mit seinem Sohn unterwegs war, um ihn in Batera zu vermählen. Sie wurden vom Köhler Scharker, der ein Mann dieses Persers ist, überfallen und beraubt. Er selbst blieb am Leben. Sein Sohn wurde ermordet und verbrannt. Ich kann euch die Knochenreste zeigen. Der Bayraktar selbst wurde zu Karan Nirwan verschleppt und man hoffte noch ein gutes Lösegeld zu erhalten. Lüge, 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 tausendfache Lüge! Dieses Pferd gehört mir und von diesem Bayraktar weiß ich nichts, gar nichts. Du hast den Bayraktar in deinem Schacht stecken, wo du auch den Inglis festgehalten hast. Wir haben ihn bei dem Köhler befreit und er wird zurückkommen, um dich anzuklagen. Allah, soll ich mir das anhören? Soll ich das dulden? Ich soll ein Räuber sein, ein Mörder. Frage die Leute, frage sie alle und sie werden dir sagen, wer ich bin. Nicht wahr? Das werdet ihr, Leute von Rugova. Könnt ihr zusehen, dass ein Christ, ein Giauer, es wagt mich, der ich euer Wohltäter bin, zu verleugnen? Nein, fort, weg mit dem Giauer. Kein Wort soll er mir sagen. Weg mit dem. Schickt ihn doch weg. Leute, ist es denn ein Schimpf, ein Christ zu sein? Wohne nicht gerade hier in Rugova Bekenner des Islams und der Bibel friedlich beisammen? Ich wende mich an alle. Was ich dem Karan Nirwan vorgeworfen habe, ist wahr. Ich kann es beweisen. Er ist der Schut. Verstanden? Der Schut. Schweig! Sonst schieße ich dich nieder wie einen räudigen Hund. Dann verteidige dich durch die Tat. Führe uns hinunter in den Schacht und beweise, dass Stoiko nicht dort unten steckt. Ich kenne keinen Schacht. Aber wir kennen ihn. Und wir werden die Leute hinunterführen. Leute, und nicht nur diesen einen hat er dort verborgen. Noch einen zweiten. Einen Kaufmann aus Kutari. Ihr werdet dort auch diesen Mann finden. Er und Stoiker werden euch dann erzählen, was er ihnen angetan hat. Und dass er der Schut ist. Muchtar, ich fordere euch auf, diesen Mann, Karan Nirwan, gefangen zu nehmen und nach dem Turm zu schaffen. Dort muss er euch den Eingang des Schachtes zeigen. Ich? Ein Gefangener? Ich will den sehen, der es wagt, mich anzugreifen. Ich kenne keinen Schacht. Geht hin und sucht ihn euch. Ich kann ihn euch nicht zeigen, denn es gibt ihn nicht. Aber findet ihr ihn nicht, dann fordere ich die schärfste Bestrafung für diesen geifenden Georg. Gut, ich gehe darauf ein. Wir geben uns ganz in eure Hände. Wir legen unsere Waffen ab, damit ihr seht, dass wir es ehrlich meinen. Sidi, da können wir uns ja nicht mehr wehren. Ihr werdet euch nicht zu wehren haben. Man wird euch nichts zuleide tun. Seid nur still und vorsichtig. Und du kommst nach? Nein, ich sagte nur so, um den Schuh zu täuschen. Er wird eine Strecke mit euch gehen. Und dann sicher verschwinden, um die Gefangenen zu verstecken oder vielleicht gar zu töten. Indessen fahre ich mit dem Kolami zum Stollen und treffe dort unten mit dem Schuh zusammen. Du allein?
Das ist zu gefährlich. Ich will mit dir gehen. Nein, das würde auffallen. Und seid vorsichtig.